Hallo, ich bin Werner. Und ich bin Monja. Mit diesem Film möchte sich Holzer Druck und Medien vorstellen und Ihnen über die Leistungsbereitschaft unseres Hauses einen Einblick geben. Natürlich sind Sie als geschätzter Kunde jederzeit bei uns im Haus willkommen, um sich persönlich von all dem zu überzeugen. Wir arbeiten rund um die Uhr mit 21 Druckwerken und unserem Standort mitten in Europa sind wir der ideale Partner für Sie. Sie finden uns genau hier. Über 100 Spezialisten und Mitarbeiter stellen sich Tag für Tag ihren Anforderungen, egal ob im Bereich Litho, Druck oder Service. Folgen Sie uns doch weiter auf unserer kleinen Tour. Wir befinden uns hier in der Druckvorstufe. Die Daten, die Sie uns übermittelt haben oder von Ihrem Server heruntergeladen wurden, werden hier geprüft und zum Drucken vorbereitet. Das klingt einfacher, als es ist. Denken Sie an Klappenbroschüren, Einzüge oder Überläufe. Unsere freundlichen Mitarbeiter helfen Ihnen jederzeit gerne, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Für Kunden, die international tätig sind, halten wir eine spezielle Softwarelösung für Sie bereit. Wir bezeichnen dies als die Holzer Translation Management. Der Spezialist hierfür sitzt neben mir, sein Name ist Frank. Frank, bitte erkläre uns in kurz die Vorteile dieses Systems. Holzer Translation Management ist ein webbasierendes Tool zur Erstellung von Übersetzungen. Am besten, ich erkläre das Ihnen an einem Beispiel. Unser Kunde Pedi, ein weltweit agierendes und branchenführendes Tauchsportunternehmen, übersetzt seine Arbeitsunterlagen, Broschüren und Dokumente in 5 Sprachen. Andere Kunden in bis zu 14 Sprachen. Ausgangspunkt ist ein InDesign-Dokument, meist in Englisch oder Deutsch, das wir zu einem sogenannten Master aufbereiten. Dieses Master ist dann über das Web für alle Übersetzer zeitgleich zugänglich. Es ist für die User weder ein besonderes Programm, noch eine besondere Schulung nötig, um unser Programm bedienen zu können. Einzig ein Internetzugang wird benötigt. Der User übersetzt auf einer Echtzeitdarstellung und kann die Bildsprache in seine Übersetzung einfließen lassen. Ein weiterer klarer Vorteil ist die Zeitersparnis. Die Übersetzungstexte werden automatisch in das Dokument eingepflegt und die Fremdsprache entsteht ein druckfähiges PDF. Der lästige Prozess von Korrekturläufen entfällt somit komplett. Frank, vielen Dank für deine tolle Ausführung. Das klingt alles sehr gut. Es ist zwar nicht mein Fachgebiet, aber ich habe alles sehr gut verstanden. Wenn alle Daten freigegeben sind, werden hier die Druckplatten erstellt. Mit unserer Hochleistungsanlage, einer Magnus 800 von Kodak, können wir bis zu 40 Platten pro Stunde belichten. Bei einem Durchschnitt von 8 Platten pro Job ergäbe das 20 Druckaufträge pro Stunde. Das ist wirklich eine Menge. Den Druckbereich haben wir aufgeteilt in 2 Abteilungen. Einmal den Offset-Druck, wo wir uns zurzeit befinden, und andererseits den Digitaldruck, wo wir anschließend noch vorbeischauen. Im Offset-Bereich haben wir insgesamt 21 Druckwerke, aufgeteilt in 5 plus Lack, 6 plus Lack. Und unsere neueste Investition, die 8 Einheiten schöne Wiederdruckmaschine von KBA mit Inline-Measurement und Flying Job Change, sodass wir auch kleine Aufträge wirtschaftlich produzieren können. Und wofür brauchen wir dann den Digitaldruck? Komm, ich zeige es dir. Im Digitaldruckbereich haben wir 2 Hochleistungsdrucker für Schwarz-Weiß, wo wir bis zu 196 Seiten falzen und heften können. Für den Vierfarbendruck haben wir ebenfalls investiert in einem A3
OCE CS665, wo wir bis zu 30 A3 Drucke pro Minute drucken können. Beim Digitaldruck wird pro Umdrehung das Bild neu aufgebaut. Es spielt deshalb keine Rolle, ob ich ein neues Sujet verwende oder das alte wieder einsetze. Aus diesem Grunde ist der Digitaldruck besonders geeignet für kleine oder personifizierte Auflagen. Habe ich das richtig verstanden? Man könnte bei einem Serienbrief bei jedem Kunden nach einem Wechseln der Adresse und Anrede auch ein neues Bild hinzufügen? Ja, genau so ist das. Kommen Sie, weiter geht's. Es gibt noch mehr zu sehen. Hier sind wir in der Weiterverarbeitung angekommen. Die gedruckten Bögen werden hier geschnitten, gefalzt und geheftet. Für diesen Zweck verwenden wir einen Sammelhefter von Heidelberg mit 7 Stationen und einen Kartonanleger. Für Bücher und geheftete Produkte arbeiten wir mit lokalen Partnern zusammen. Wow, das sieht richtig edel aus. Was ist das? Das ist eine Heißfolienprägung in Silber. Für uns kein Problem. Und das hier? Wurde das maschinell produziert? Teilweise ja, aber dazu brauchen wir unsere Konfektionierung. Komm, ich zeig sie dir. Keine Männer hier. Richtig, keine Männer hier. Aber natürlich gibt es dafür auch einen ganz bestimmten Grund. In dieser Abteilung werden die Arbeiten verrichtet, welche manuell gemacht werden müssen. Und für präzise und filigrane Arbeiten haben Frauen im Allgemeinen das bessere Händchen. Wir haben sogar schon Parfüms in Echtlederhülsen verpackt und diese mit einem Adelssiegel versehen. Natürlich, wir versuchen, alle Kundenwünschen zu entsprechen. Und wir haben deshalb in unserem nahegelegenen Lager bis zu 500 Artikel für einen Kunden gelagert, welche wir dann auf Bedarf in die ganze Welt versenden. Hier wäre ja noch genügend Platz zum Wachsen. Ja. Aber wir brauchen auch Platz für unsere Lieferungen. Bis zu 12 LKWs pro Tag werden hier be- und entladen. Nun, ich hoffe, mit diesem kurzen Film konnten wir Ihnen einen Eindruck über unsere Firma vermitteln. Seit 120 Jahren hat sich Holzer Druck und Medien zu einer festen Größe in seiner Branche entwickelt. Dank unserer Qualität und Zuverlässigkeit haben wir viele zufriedene Kunden, wie zum Beispiel Caterpillar, Hitachi, Zeiss, Wolford und viele andere. Auf Wiedersehen im Viertel, wie wir in Bayern sagen. Und hoffen Sie bald einmal, bei uns persönlich im Haus begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns bald.